Willkommen zurück zu einer neuen Serie von Ein Friese in Franken. Ich bin dieses Mal auf dem Weg in Reichenschwand. Da habe ich mir gleich ein bisschen Verstärkung besorgt, denn sehr idyllisch liegt der Ort da, eingebettet zwischen den Hügeln, durchschnitten von der B. Christian Riedl, ich bin der Vorsitzende vom Kirchweihverein Reichenschwand. Den Verein gibt es mittlerweile seit 2011, jetzt dann seit 10 Jahren nächstes Jahr. Das ist dann das 10-jährige Jubiläum. Ja, seitdem bin ich auch Vorsitzender, es ist ein relativ junges Team mit ca. 150 Mitgliedern. Ja, ich zeige Ihnen jetzt einfach ein bisschen was von Reichenschwand. Hier sieht man jetzt zum Beispiel den früheren Kirchweihplatz, die Wiese, die jetzt gerade nicht gemäht ist. Da wurde früher der Baum aufgestellt, das war beim alten Gasthaus. Auch die Kirche ist sehenswert und man sollte sich unbedingt die Wirtshäuser ansehen. Das wurde mir ein paar Mal wiederholt. Und. Also es sind schon viele Möglichkeiten, wo man zusammenkommt und wo der Ort auch zusammenkommt. Und das ist schön. Also es ist eine schöne Gemeinschaft und jeder langt da ein bisschen zusammen. Und das ist auch wichtig. Egal ob jung oder alt, ist egal. Hier kann man auch in dem Hotel ausspannen. Hat einen großen Schlosspark. Kann sich hier das Schloss ansehen. Nee, ist schon schön. Ist das in privater Hand oder gehört das zum Hotel? Nee, das ist in privater Hand. Mhm. Beziehungsweise die Familie Wörl hat da einen Hut auf. Auf jeden Fall auch die Wirtshäuser besuchen, weil es gibt sehr anständiges, sehr gutes fränkisches Essen. Den Sportplatz sollte man auch sehen. Der örtliche Fußballverein spielt in der Kreisliga mit einer schönen Anlage außen. Auch die Pächter, die jetzt da drauf sind, die sind sehr nett. Also es sind prinzipiell sehr nette Wirtsleute hier am Ort. Ja, und von den Sehenswürdigkeiten ist natürlich das Schloss da. Da haben wir das Romero, das Schlosshotel da vorne. Den Schlossgarten an sich, den zu sehen, das ist schön. Dann geht es Richtung Leutzenberg, da geht es schon ein bisschen am Berg hoch. Also für alle, die dann auch gern wandern, man kann hier in jede Richtung loslaufen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, auch unbedingt auf den Leutzenberg hoch. Auch für mich als Flachländer sollte man das unbedingt mal machen. Man hat einen perfekten Blick auf Reichenschwand. Und wo wir jetzt gerade drauf stehen, das ist der Kirchweihplatz, wo die Geschäfte stehen, also die Fahrgeschäfte und die Fahrbuden und die Losbuden etc. Das ist der Bereich, der gepflasterte, ein bisschen mit dem Rasen. Der Parkplatz ist natürlich in der Zeit dann nicht mehr. Ja, das ist in Reichenschwand schon länger so, dass es so zweigeteilt ist. Ganz früher, wie ich gesagt habe, auf der unteren Wiese, da stand das Zelt noch in der Wirtschaft und da war der Platz auch hier schon belegt mit den Farben. Das ist jetzt leider immer noch so, also leider deswegen, weil es natürlich dann hier Teil trifft und der andere Teil, der im Bierzelt sitzt, der ist unten. Wäre natürlich schon schön, wenn man alles auf einem Platz hätte, für die Kinder, für die Erwachsenen, dann würde jeder letztendlich davon profitieren. Ja, da hinten sieht man sogar auch noch Teile vom Kirchweihbaum, der wird dann auch aufgestellt, weil das traditionelle Kirchweih austanzen, das findet in Reichenschwand immer Sonntag statt. Das ist eine traditionelle Geschichte, die wir auf jeden Fall auch weitermachen. Und das ist halt dann auch was Schönes, wenn da viele Junge nachkommen und die da Interesse dran haben. Also, Reichenschwand ist eine Reise wert, auch außerhalb der Kirchweihzeit. Unbedingt mal vorbeikommen und entdecken.